Wir alle bedauern es natürlich sehr, dass die großen Messen und die internationale Business-Gemeinschaft nicht nach Frankfurt gekommen ist, um hier Handel zu betreiben und inspirierende Ideen auf den Markt zu bringen. Gleichwohl ist mein Eindruck, dass das, was stattfinden kann, schon Ausdruck dessen ist, wie sehr sich die hiesige Kreativbranche darauf freut, sich mit den Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung in der Mode zu beschäftigen. Das sind ja die Hauptthemen der Frankfurt Fashion Week. Und die vielen Veranstaltungen aus der hiesigen Mode- und Designbranche, die stattfinden, die spiegeln das toll wider. Es zeigt einfach, dass Frankfurt in einer Transformation ist, also Transforming the Future. Also es trifft es wirklich punktgenau, weil hier entstehen Symbiosen und eine Plattform für Designer und Designerinnen aus Frankfurt und auch Umgebung. Und wir zeigen halt damit, dass Frankfurt absolut kreativ sein kann. Ein stylischer Shopper aus Papier, ein Stück Future Fashion mit Sinn und Verstand. Minimalistisch, pur und mit gutem Gewissen. Farbenfroh, waschbar, vegan und FSC-zertifiziert. Ein lässiger Begleiter für alle Lebenslagen. The Paperback for Peace of Mind. Frankfurt kann Mode, hat viel zu bieten. Und es ist wirklich an der Zeit, das auch mal zu zeigen. Und deswegen bin ich Christine sehr dankbar, dass sie mit solchen Formaten hier uns auch sichtbarer macht, uns auch eine Plattform bietet, zu diskutieren, uns auszutauschen, uns darzustellen. Also ja, da ist in Hessen doch sehr viel möglich, finde ich. Mein Name ist Svenja Bickert-Appleby, ich bin die Geschäftsführerin von der Solostücke GmbH aus Wiesbaden und wir kümmern uns um die sinnvolle Verwertung von textilen Restmaterialien in Deutschland. Und das machen wir auf zwei Wegen. Wir haben zum einerseits unser eigenes Label Solostücke, mit dem wir eigene Produkte herstellen, und wir haben unseren Marktplatz Circular Flow, der online ist, wo man textile Restmaterialien als Label kaufen kann, mit dem man dann selber produzieren kann. Es lohnt sich sehr, diesen Netzwerkgedanken zu stärken, ein Netzwerk zu bilden, den Konsumenten auch zu zeigen, wer wir sind sozusagen als nachhaltige Fashion Designer und welche Möglichkeiten man eben auch als User hat, sich neu einzukleiden und das mit einem guten Gewissen. Mein Name ist Katharina, ich bin die Gründerin von Limo Wardrobe. Limo steht für Less is More, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen Less is More, weil ich mit ausrangiertem Material arbeite, also Upcycling von hauptsächlich Herrenhemden, das heißt weniger Ressourcenverschwendung. Less is More aber auch, weil ich nur auf Bestellung produziere. Die Schmuckmarke, die wir 2015 ins Leben gerufen haben, die besticht vor allem eigentlich durch schlichten Schmuck. Unser Schmuck ist besonders nachhaltig, da alle Materialien echt sind und damit die Kundin oder der Kunde besonders lange Spaß und Freude mit hat. Ja, ich kann nur durchatmen und mich bei allen bedanken, die hier im Polestar Showroom da waren, die uns in dieser Woche begleitet haben, in den Schaufenster-Talks, die beim Podium waren, die die Ausstellung angeguckt haben. Ich bedanke mich bei den ganzen Labels, die da waren, die es wirklich trotz dieser Situation, in der wir alle gerade sind, geschafft haben, hier zu sein und mitzumachen. Es war ein ganz tolles Erlebnis. Ich freue mich riesig über die Situation im Moment und ich freue mich vor allen Dingen auf Juni. Box, this would be something.